Ja, servus meine Jungs und Mädels, ich begrüße euch zur, ja, vielleicht ersten Folge Minecraft Master Builders. Ja, ich dachte mir mal, ich zock mal dieses Game so ein bisschen. Ich bin jetzt zwar nicht so der Online-Gaming-Mensch von Minecraft, aber das Spiel macht ziemlich viel Spaß, finde ich. Und ich muss einen Toaster bauen. So, ich komme dann auch gleich mal, während wir dann, während wir bauen, zu meinem Bewertungsstil. Nee, ich wollte schwarze Wolle haben. Moment, ich habe da meinen Toaster so im Kopf so ein bisschen. Ja, kommen wir mal zum Bewertungsstil, wie ich das Ganze mal bewerten werde. Oder warte, wie, ich glaube, ich erkläre vielleicht erstmal, was das überhaupt ist. Also, das ist Minecraft Master Builder, wem es noch nicht bekannt ist. Man muss einfach nur, ich muss gerade ganz kurz gucken, warte mal gerade, ganz kurz für die Toasterscheiben. Ich habe Toasterscheiben im Kopf, die ich auch bauen möchte. Da müssen wir ihn vielleicht etwas größer bauen. Ja, so passt's. Wer Minecraft Master Builder nicht kennt, es geht darum, in einem Wettbewerb mit anderen Leuten anzutreten und das beste Bauwerk zu errichten in gerade mal 5 Minuten. Und ja, ich muss jetzt einen Toaster bauen. Und habe halt 4 Minuten Zeit und wenn die 4 Minuten oder die 5 Minuten rum sind, wird halt, dann wird halt gestoppt und es wird halt geschaut, wer die besten Sachen gebaut hat. Und ja, die Spieler können dann unten gegenseitig bewerten, welches Bauwerk das allerbeste ist und welches Bauwerk ja, quasi dann gewinnt, wird sich am Ende herausstellen, je nachdem, wie viel Bewertungen es gekriegt hat. Zur Wertung kommen wir dann jetzt gleich. Ich baue aber hier nebenbei noch den Toaster eben bei. Übrigens, ihr müsst mir schreiben, wenn ihr davon mehr haben wollt oder wenn ich was verändern soll an dem ganzen Projekt. Wenn ihr zum Beispiel wollt, dass ich zum Beispiel auch mit Cam mache, müsst ihr mir das schreiben. Ich habe jetzt mal die erste Folge mal ohne Cam genommen. Dann könnt ihr mir eher sagen, ob ihr zum Beispiel findet, dass es mit Cam vielleicht besser wäre oder so, ob ich es ohne Cam lassen soll. Das könnt ihr ganz, ganz gerne entscheiden, wenn ihr möchtet. Ich glaube, mein Toaster wird zu groß vielleicht, wenn ich Pech habe. Ich glaube, ich habe zu groß gebaut. Nämlich auch immer so das Hauptproblem. Aber ich denke mal, wir werden es hinkriegen. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Ich habe einen recht großen Toaster mir ausgedacht. Ich habe so an einen meiner alten Toaster gedacht. Der hat schon mehrere Toaster in meinem Leben. Und der war halt unten schwarz und sonst war der quasi aus Silber. Ich glaube, das werden wir noch hinkriegen hier. Moment. Ja, kommen wir auf jeden Fall zum Bewertungssystem. Es gibt halt verschiedene Bewertungen, die man später aussprechen kann. Unter anderem fängt es mit an mit mein Eis Bleeding. Das ist das Allerschlimmste. Also wenn du überhaupt voll richtig Kacke gebaut hast, kannst du das zum Beispiel nehmen. Dann danach kommt dann die Bewertung Meh. Darauf folgend ist die Bewertung It's Okay. Und dann kommt die Bewertung, glaube ich, Gut. Wenn ich mich nicht irre, dann kommt die Bewertung Amazing. Und dann kommt am Ende Everything is Awesome. Sprich, also das Ding ist der Obershit, das ist der Oberknaller. Und wir wollen, dass das das Allerbeste wird. Oder ich will, dass es das Allerbeste wird. Das kann man natürlich dann immer selber entscheiden. So, und wir machen jetzt mal gerade die Toasterscheiben. Die machen wir mal gerade ganz fix. Gucken wir mal, ob wir die vielleicht mit irgendwas Schönem gebaut kriegen. Vielleicht aus hellgrauer Wolle nicht. Ah, hier, brauner Ton. Brauner Ton, glaube ich, passt ganz gut. Machen wir mal gerade kurz die Toasterscheiben. Ne, warte, wir müssen ja noch einen Innenkreis machen. Fällt mir so gerade auf. Toaster ist natürlich nicht von A bis Z so. So, 1,6 Minuten haben wir noch Zeit. Das werden wir aber noch hinkriegen, denke ich mal. Das ist nicht eins meiner besten Bauwerke, gebe ich jetzt gerne selber jetzt schon zu, dass es nicht sehr geil wird. Aber ich denke mal, Thema wird auf jeden Fall getroffen werden von mir. Ich habe sogar eine Idee, vielleicht benutzen wir sogar mal Sand dazwischen. Naja, nicht Sandstein, Sand will ich haben. Fuck. Moment. Ah Mann, jetzt schmeiß ich das hier weg. Shit, ich will Sand haben. Fuck, ich muss mich beeilen, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Eigentlich bin ich da immer relativ gut drin in dem ganzen Ding. Eine Minute noch. Fuck, das reicht gerade noch, um die Toasterscheiben zu bauen. Machen wir es jetzt nicht allzu groß. Wir müssen gerade mal rausglotzen. Das reicht mir schon. Ich glaube, dann hatte ich es jetzt gerade so gemacht, ne? Ist es gerade so? Ne, ich hatte es anders irgendwie. Ich hatte es so, genau. Fuck, fuck, fuck. Wir müssen es beeilen. 30 Sekunden noch. Oh, das wird sehr, sehr knapp jetzt. Das wird jetzt sehr, sehr knapp, die noch zu bauen, die Toasterscheiben. Fuck, noch schnell den Rand dazwischen bauen. Ah, 30 Sekunden noch. Jetzt wird es langsam richtig, richtig knapp. Fuck, 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 fuck. 20 Sekunden noch. Shit.
Ich werde nicht fertig, wahrscheinlich. Fuck, 15 Sekunden noch. Mist. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Concentration. Komm, fix, 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 fix. Come on, 5 Sekunden noch, 5 Sekunden noch. Nein. Nein, ich kann nicht mehr bauen. Ich bin nicht ganz fertig geworden. Scheiße, das wäre mein Toaster geworden. Ah, ist nicht das beste Teil. Ich hatte es auch etwas anders im Kopf. Aber, naja, ganz okay, trotz alledem. Das ist meine geile Idee, daran habe ich gar nicht gedacht. Fuck, das ist eine verdammt gute Idee. Daher ist es ein Gut. Ich gebe das immer so ein bisschen ausschlaggebend von meiner Bewertung aus. Oh, der hat sogar mit diesem Dingen an der Seite. Oh, das ist verdammt nice. Eine sehr gute Idee. Verdammt, hätte ich auch dran denken können. Naja, gut. Macht nichts. Man hat ja verschiedene Dinger so im Kopf. Das ist zum Beispiel auch recht gut, aber ich würde sagen, das ist okay. Weil da gefällt mir das erste zum Beispiel besser. Ja, wie gesagt, also man hat hier die Stufen My Eyes Are Bleeding. Meh. It's okay. Da wäre jetzt, glaube ich, gut gekommen. Moment, werden wir jetzt gleich sehen. Genau, dann haben wir Good, Amazing und Everything is Awesome. Das Ding zum Beispiel ist, würde ich sagen, ganz, ja, das ist okay. Das Thema ist getroffen. Ich finde, es sieht nicht sonderlich gut aus, aber der Stromstecker ist wenigstens noch dabei. Deshalb ein okay. It's okay auf jeden Fall. Ich finde, das ist immer recht in Ordnung so. Was haben wir denn hier? Jetzt haben wir hier, ja, auch okay. Es ist über Hitze. Ah, okay, Thema getroffen, würde ich sagen, ist auch ein okay. Also ich bin da immer relativ gleich. Ich sage immer so, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Deswegen, ja, Thema getroffen, sieht ganz okay aus. Ja, mein Toaster, leider nicht ganz fertig geworden. Fuck, ey. Da hat mir noch eine Reihe gefehlt. Hätte ich mich so ein bisschen mehr beeilt. Big. Ja, Big. Das sind ja auch große Scheiben. Big ist besser. Hier, Everything is Awesome. Nein, natürlich nicht. Ich würde meins nie mit Everything is Awesome bewerten. Völliger Blödsinn würde ich niemals machen. Naja. Ich habe zumindest ein paar Toasterscheiben drin. Wobei, der hat auch ein paar Toasterscheiben drin. Nur die gucken nicht so ganz raus. Die sind wahrscheinlich gerade Backvorgang. Naja, okay. Ja, die Leute hatten gute Ideen, muss ich zugeben. Waren ein paar gute Ideen, aber ich denke mal, die spielen das auch des Öfteren. Ich spiele es nicht allzu oft, das Game. Aber trotzdem finde ich, es ist ein recht cooles Game. Oh, was ist das? Recht interessant. Mit Redstone-Schaltung. Wollte er es wohl machen. Okay, das würde ich schon mal gar nicht machen. Also ich würde sowas niemals mit Redstone-Schaltung bauen, weil das ist, glaube ich, viel zu kompliziert. Ich habe nicht mal bewertet, muss ich zugeben. Also ich glaube, da ist Thema ganz verfehlt. Was zum Geier ist das? Okay, Thema getroffen, aber schlechte Umsetzung, daher ein Mäh von mir. Wie gesagt, Thema ist ja getroffen. Es ist einigermaßen Toaster zu erkennen, aber trotzdem würde ich sagen, jetzt nicht allzu geil. Das wiederum sieht ganz nett aus. Der hat sogar mit An- und Ausschalter gemacht. Das ist ganz nett. Von daher würde ich sagen, auf jeden Fall ein okay. It's okay auf jeden Fall. Ja, sogar die Toasterscheiben sind richtig lang, ne? Ja gut, okay. Kein Problem. Ja, ich habe wohl wirklich zu groß gebaut, würde ich sagen. Okay, hier haben wir die zwei Toasterscheiben. Wofür das Redstone sein soll, weiß ich nicht. Was das sein soll, weiß ich auch nicht. Daher ein okay. Thema getroffen auf jeden Fall. Der Toaster steht auf jeden Fall. Nur was ist das? Habe ich keine Ahnung. Was sollte das sein? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Naja, egal. Ich habe auf jeden Fall nicht gewonnen, das weiß ich. Auf jeden Fall nicht gewonnen. Da sage ich, da bin ich denn geworden. Ja, Mittelfeld, 103. Ich bin 1, 2, 3, 4, 5 da geworden. Ne, 1, 2, 3, 4, doch 5 da. Genau im Mittelfeld gelandet. Ja, war okay. Gucken wir mal, was wir in der nächsten Runde bauen werden. Ich denke, wir werden das einfach so machen wie im PVZ. Ich würde sagen, wir machen einfach einen Cut, bis wir dann in der nächsten Runde drin sind. Von daher dann bis gleich. So, da sind wir dann in der nächsten Runde. Schauen wir, was wir jetzt bauen müssen. 4,9 Minuten Zeit. Na, was müssen wir bauen? Was müssen wir bauen? Toys. Okay, Toys. Da fallen mir eigentlich nur so Würfel oder sowas ein. Ich habe jetzt sonst nichts im Kopf, was man da nehmen könnte. Toys. Oh, was sind denn Toys? Irgendwas, womit man spielen kann. Erstmal sowieso wichtig, immer den Hintergrund oder das Dingens unten ändern. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Teppich, einen roten Teppich. Oh fuck, was bauen wir denn da? Ich baue jetzt irgendwelche Würfel. Ich mache einen Magic-Würfel. Genau, ich mache einen Magic-Würfel. Das ist gut. Machen wir die Würfeleinheiten, machen wir dann 3x3, würde ich sagen. Das heißt, wir brauchen noch ein paar. Wir brauchen mindestens 5 verschiedene Farben, brauchen wir. Also wir nehmen noch Gelb dazu. Blau haben wir schon. Nehmen wir noch Weiß dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind schon mehr, als ich brauche. Okay. Ja, wir machen die Magic-Dinger. So eine Art Magic-Würfel zumindest.
Machen wir dann so 9-mal groß. Bam, 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 bam. Ja, das reicht. Dann machen wir jetzt mal hier roten. Oh, ich glaube, ich baue zu groß. Moment, okay, ich baue zu groß. Ich muss anders bauen. Sekunde. Wir müssen das Ganze etwas beschleunigen hier. Sonst baue ich zu groß. Moment, sonst baue ich wirklich zu groß. Also ich habe jetzt gerade, wie gesagt, so eine Art Magic-Würfel im Kopf, den ich bauen will. Dann bauen wir hier blau hin. Es wäre ziemlich blöd gewesen, das Ding in der Mitte auszubauen, merke ich gerade selber. Wir machen hier wieder rot hin. Weil Hauptsache, es ist einfach nur bunt. Ah, fuck, ich habe eine Ebene zu wenig gemacht. Scheiße. Mist. Das passt vom Designer nämlich nicht mehr. Wenn wir uns richtig bauen, das soll gut aussehen. Ich glaube, ich baue wieder viel zu groß, wenn ich Pech habe. Ja, ich glaube, ich baue wirklich wieder zu groß. Das ist halt das Hauptproblem, was man manchmal hat. Man baut einfach viel zu groß. So, 3, 3. Machen wir hier wieder grünen. 3, 3, 3. Dann machen wir hier immer mal wieder die Farbe mal hin. So, und dann haben wir hier nochmal rot. Ah, nee, stopp. Hier machen wir nochmal rot hin. Ich mache auch ein Schild hin vielleicht für Magic-Würfel oder sowas. Magic-Dice oder sowas, damit man checkt, was ich mit dem Ding hier erreichen will. So, dann haben wir hier noch eine neue Farbe. Machen wir hier nochmal rot hin. Das einfach können. So, ich habe blau vergessen, ne? So ein bisschen. Müssen wir auch nochmal blau ein bisschen ins Spiel bringen hier. Zack, zack. Ich habe erst die zweite Ebene gebaut. Das könnte sehr, sehr knapp werden hier, wenn ich Pech habe. Müssen noch wieder mehr Gelb mit einbauen. Das ist blau. Machen wir hier nochmal lila hin. Dann machen wir hier nochmal grün hin. Wenn die Farben einfach nicht ganz so passen. So, okay, jetzt die letzte Ebene. Mehr Gelb auf jeden Fall. Hier Gelb. So müssen wir den auch oben gleich zumachen, den Würfel. Nämlich hier zumachen. Dann machen wir, warte, ich mache hier direkt nochmal Gelb hin. So, hier auch nochmal Gelb hin. Zack, hier nochmal Gelb hin. Dann machen wir hier nochmal Rot hin. So, dann vielleicht hier nochmal blau hin. So, auf jeden Fall auch noch grün benutzen. Machen wir einfach in die Mitte, machen wir nochmal grün. So, dann haben wir hier nochmal, komm, hier nochmal blau. Hier nochmal blau hin. Dann machen wir hier nochmal dieses lila hin. Nicht die geilste Idee, muss ich zugeben. Schade. Bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich euch zwei der Runden so gespielt. Und da hatte ich echt voll die geilen Ideen, ohne Witz, ne? Okay, machen wir hier nochmal rot hin. Fix. Moment. Hier nochmal rot hin. Und hier machen wir einfach nochmal. 30 Sekunden haben wir noch. Welche Farbe nehmen wir noch? Nehmen wir nochmal dieses Lila hier. So, schnell ein Schild hinmachen. Schilder sind zwar eigentlich immer ziemlich fies, dass man sowas macht, aber ich mache es einfach mal aus dem Grund, weil es, glaube ich, den meisten Leuten nicht klar ist, was das sein soll. Magic Dice. Fertig. Oh, so, Magic Dice. Damit man es wenigstens noch erkennt, was es sein soll ungefähr. Oh, es ist nicht die beste Idee, die ich hatte auf jeden Fall, aber zumindest ist es ein Spielzeug, würde ich behaupten. Oh, ein Häschen. Ein Häschen. Ja, ist auf jeden Fall ein Toy, würde ich sagen. Von daher ist gut. Gut, die Effekte finde ich ein bisschen. Na, da kriegt der Film nur okay, weil die Effekte haben es irgendwie ganz versaut. Das Häschen sah cool aus, aber die Häschen ein Haufen Scheiße. Ah, ist ein bisschen übertrieben, ne? Ist ein bisschen übertrieben zu sagen, ist ein Haufen Scheiße. Okay, ein Schwert. Ein Schwert kann man auch auf jeden Fall als Spielzeug ansehen. Und eine Spielzeugpistole. Ich würde sagen, ist ein Gut. Ist auf jeden Fall ein Gut. Weil damit kann man auf jeden Fall auch als Kind spielen. Wenn es natürlich ein Holzschwert ist oder ein Pappschwert oder sowas ist. Ein Auto ist natürlich auch gut. Aber das ist nur ein okay, würde ich sagen.
Und die Leute können so gesehen, was ich bewerte. Lol. Ja, es ist, ich würde sagen, es ist ein Okay auf jeden Fall. Er hat sogar mit Auspuff, also mit Rauch gemacht am Ende. Was aber ziemlich unlogisch ist. So, da ist mein Dice. Ich habe einfach echt mal hingeschrieben Magic Dice, damit es wirklich ankommt bei den Leuten. Noch nie echt ein Schild gemacht in meinem Leben. Erste Mal. Pass auf, das explodiert jetzt. Was hat das explodiert? Das ist 100 Pro noch. Es bleibt da. Glück gehabt. Ja, okay. Es war jetzt wirklich nicht mein bestes Ding. Okay, was zum Teufel ist das? Was soll das sein? Das hat das Thema völlig verhauen. Ich weiß auch nicht. Das Japanisch oder was soll das hier sein? Nicht, was das sein soll. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Was war das für ein Thema? Keine Ahnung. Komisch. Okay. Was soll das sein? K? Ja, das frage ich mich nämlich auch gerade. Kriegt erstmal ein Mehl von mir, weil es in seiner Definition vielleicht ein Spielzeug ist. Ne, dafür kriegt er sogar ein Meister-Bleeding. Ne, ganz ehrlich, weil das ist irgendwie, das ist mal ganz komisch. Tut mir leid, das ist mal ganz komisch. Ein Schaukelpferd, oh, das ist mal eine coole Idee. Aber Schaukelpferd ist hier vorne nicht angedockt, kann das sein? Da fehlt so ein bisschen was hier vorne. Von daher kriegt er nur ein Mehl von mir, weil er noch nicht fertig geworden ist. Aber an sich eine echt coole Idee. So ein Schaukelpferd ist eine coole Idee, muss ich schon sagen. Nette Sache, nette Sache. So, was haben wir... Oh, was haben wir hier noch? Was soll das sein? Das ist eine Ausgeburt aus der Hölle. Was soll das sein? Das soll doch bitte kein Teddybär sein, oder? Ey, also mal ganz ehrlich, kriegt ein Mäh von mir, weil das sieht ein bisschen creepy aus, das Viech. Also wenn das ein Bär sein soll, ich weiß... Alter, was ist das denn? Soll das ein Affe sein, oder was ist das? What the fuck? Ja, das dachte ich mir auch gerade. What the fuck? Ah, ist ein mehr von mir. Ich weiß auch nicht. Irgendwie gefallen mir die. Ja, es ist halt. Ich weiß auch nicht. Man kann es wirklich schlecht, ja, irgendwie. Oh! Ach, guck mal hier. Das ist dieses. Ah, das kenne ich. Das ist dieses Viech aus Toy Story. Das ist cool. Das ist gut. Das gefällt mir. Ich hab's nämlich direkt erkannt. Das ist dieses kleine Marsmännchen aus Toy Story. Wobei, stimmt, es ist Pixel Art. Nein, es ist Pixel Art gewesen. Er hat recht gehabt. Ich habe nicht drauf geachtet. Toy Story Charakter. Ja, das ist mir direkt aufgefallen. Natürlich. Ah, an sich eine coole Idee, aber 2D. Ja, guck mal, ich hatte nämlich ja noch gewonnen. Ah, ich bin Vierter geworden. Ja, immerhin. Mein Magic-Würfel hat es ein bisschen rausgerissen. Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, war's das für die erste Folge von Minecraft Master Builder. Wenn ihr wollt, müsst ihr mir schreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich werde auf jeden Fall noch bestimmt noch bessere Sachen hinkriegen. Ich hatte jetzt wirklich 2 Dinger, die nicht gerade so richtig geil waren. Daher, ja, würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder von Minecraft Master Builder. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.